auf die Sekunde genau 6 Minuten zu spät. Das ist, ich finde, eine Leistung. Von heute Morgen um 9.30 Uhr durchgehend, fast punktgenau zu landen. Ganz zum Ende dieser Session des heutigen Tages ist die Katharina Mehrlein. Und die Katharina Mehrlein hat sozusagen virtuell den Alexander mitgebracht. Und der Alexander ist enttäuscht. Und warum der enttäuscht ist, das wird sie uns gleich erzählen. Es geht so um Agilität. Und wir haben ja sozusagen diesen Begriff Agilität oder Selbstorganisation oder wie auch immer, den haben wir ja heute so fast durchgehend gehabt. Und ich habe eben bei dieser Impro mit Stefan und Gerhard gesagt, huch, die Katharina, jetzt, wenn sie jetzt mit Agilität kommt, kann nur verlieren. Das meinte ich natürlich im positiven Sinne. Und wollte es deswegen erwähnen, weil ich natürlich weiß durch das Vorgespräch und das Telefonat, dass es dir jetzt nicht geht, darum gehen wird, hier Agilität als das Heilmittel darzustellen, ohne deinem Vortrag vorwegzunehmen, sondern der Titel heißt ja ganz bewusst, Agilität ist, Alexander ist enttäuscht, also kann man vermuten, dass da jemanden in persona diesem Alexander etwas versprochen worden ist, was scheinbar dann nicht so funktioniert hat. Aber auf diese Reise nimmst du uns natürlich mit. Ja. Und wirst uns erklären, wie er am Ende vielleicht dann doch happy ist. Ganz genau. Liebe Katharina, wir sind gespannt. Ich auch. Hallo da draußen, ich hoffe, euch geht's gut. Alexander ist enttäuscht. Ah, und ich bin's auch. Und damit sind wir nicht allein, der Alexander und ich, sondern ganz viele da draußen sind enttäuscht. Warum? Die einen würden gerne agil arbeiten und dürfen nicht und die anderen müssen und wollen nicht. Und ganz kurz zu mir ein paar Worte. Ich bin seit 21 Jahren Freiberuflerin und ich habe in diesen vielen Jahren vorwiegend mit Führungskräften der oberen Ebenen gearbeitet, die sich ja nur im Einzelcoaching outen. Und daher weiß ich, dass Ihnen das Thema Agilität unglaublich auf die Nerven geht, sehr vielen davon. Und das finde ich schade. Ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, nochmal so ein bisschen klar zu machen, worum es eigentlich geht, nicht beim Thema Agilität, sondern wenn ich anders arbeiten möchte, dann muss ich doch die Menschen mitnehmen. Aus meiner Sicht wird genau das immer gerne vergessen. Obwohl doch der alte Spruch immer noch zählt, a fool with a tool is still a fool. Da helfen die tollsten Instrumente nicht und das ist genau das, was ich wahrnehme, dass ganz viele Menschen glauben, wenn sie jetzt das beste Tool endlich gefunden haben, dass es dann flutscht. Und das ist natürlich nicht so, weil die Menschen, gerade wenn schon wieder ein neues Tool eingeführt wird, häufig in Widerstand gehen. Ein sehr geschätzter Kollege von mir hat ein Buch geschrieben, das heißt Change mich am Arsch. Und genau so geht es, glaube ich, sehr vielen Menschen, dass die denken, oh, schon wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, schon wieder etwas, was sowieso nicht funktionieren wird oder gleich mal lapidar von vornherein, also für uns hier ist das nichts. Ja? Und damit ihr besser folgen könnt und dann auch das umsetzen könnt, ihr habt ja nicht so viel Zeit, blende ich euch hier eine SMS-Nummer ein. Wenn ihr eine SMS an diese Nummer schickt, dann bekommt ihr ein dickes E-Book, wo das Ganze nochmal schön zusammengefasst ist mit Arbeitsmaterialien, mit Vorlagen zum Ausdrucken und mit der genauen Erklärung, weil ich werde euch das jetzt nicht in der Länge und in der Breite darstellen. Wichtig zu wissen ist Folgendes, dieses AIE ist das Codewort, sonst funktioniert es nicht. Das ist die Abkürzung für Alexander ist enttäuscht. Es muss klein geschrieben werden, danach ein Leerzeichen und dann bitte deine E-Mail, das meint nicht, ich habe es heute Morgen mit einem Kollegen ausprobiert, der sagt selber über sich, er wäre ein Technikmonk. Der hat dann echt eingetippt, deine@email.de. Nein, da muss deine Mail rein, also deine tatsächliche E-Mail-Adresse. Okay,
Ich zeige die noch ein paar Mal, damit keine Hektik, alles wird gut. Der Alexander, der will ja Agilität und er ist traurig, dass er das nicht so bekommt. Und aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn. Die meisten werden das schon mal gehört haben, ganz kurz, Agilität ist der Impfstoff gegen VUCA. VUCA kennen, glaube ich, mittlerweile alle. Diese Abkürzung, da geht es vor allen Dingen auch um Veränderlichkeit, Unsicherheit, Komplexität, wohlgemerkt versus nur kompliziert, und Ambiguität. Und jetzt durch Corona wirkt das auf VUCA wie ein Brandbeschleuniger. Wenn es um komplexe Fragestellungen geht, nur dann, sonst macht Agilität gar keinen Sinn. Ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen meinen, sie müssen agil werden, obwohl sie anders viel besser fahren würden. Aber gut, dann macht es Sinn. Je agiler Unternehmen sind, gibt es ganz gute Studien dazu, umso wirtschaftlich erfolgreicher sind sie. Klassische Projekte werden nur zu 14% erfolgreich abgeschlossen, agile Projekte 3-mal häufiger. Ich persönlich finde das sehr überzeugend. Es setzt natürlich voraus, dass man es richtig macht, das ist klar. Und daran hapert es aus meiner Sicht. Und das Thema Fachkräfte finden und binden, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ich habe häufig mit Unternehmen zu tun, die händeringend Menschen suchen. Und diese Gallup, immer noch die bekannteste Institution, die da Studien dazu macht, sagt, Menschen, die in einem agilen Umfeld arbeiten dürfen, sind zu 43% emotional engagiert, die anderen nur zu mageren 6%. Also, ich finde, Alexander hat gute Gründe, um Agilität zu wollen. Aber er hat die Schnauze voll von Machtspielchen. Das ist aus meiner Sicht so eine Dinge, die in der menschlichen Natur liegen, dass wir uns gerne positionieren wollen, dass wir gerne das Sagen haben wollen, insbesondere die Männer. Und wenn es dann daran geht, dass die Führungsfunktion ins Team verteilt werden soll, da schnallen einige dann doch aus. Er hat auch genug von endlosen Planungen am Markt vorbei, Dokumentationsflut, miese Kommunikation, Wissen horten statt Transparenz. Immer noch herrscht ja so diese Meinung vor, Wissen ist Macht. Das tötet Agilität. Demotivierte und erschöpfte Mitarbeiter, dogmatisches und kontraproduktives Regeln befolgen. Und das waren jetzt eher so die Punkte, wenn man noch nicht agil arbeitet. Es gibt aber auch Punkte, wenn man dann schon agil arbeitet, die einem sehr auf die Nerven gehen können. Ich rede da von Dingen wie, dass man reines Chaos, planloses Herumirren agil nennt. Oder dass niemand überhaupt den Purpose kennt. Heißt ja immer so schön neudeutsch Purpose, meint. Aus meiner Sicht, man sollte sich doch erstmal fragen, wozu, um Gottes Willen, wollen wir agil werden und macht das überhaupt Sinn? Und dann vielleicht auch, wissen denn die Mitarbeiter, warum man eigentlich agil werden will? Wenn nämlich nicht, wird das Thema verstärkt, dass die Mitarbeiter sagen, ohne uns, change mich am Arsch. Ja? Dann auch sehr beliebt, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte agile Arbeitsformen. Und in Wirklichkeit so weitermachen wie bisher. Oder auch noch mehr unter Druck geraten, weil beispielsweise von Scrum nur die Taktung übernommen wird und sonst eigentlich nichts. Was mir auch immer auffällt, Agilität wird nach wie vor fast nur im IT-Bereich eingeführt. Es scheint immer noch die Meinung vorzuherrschen, es passt nur im IT-Bereich. Und dann wundert man sich, dass es natürlich zu Komplikationen kommt intern, wenn nur die IT agilisiert ist und alle anderen nicht. Dass es keine Zeit gibt für einen der wichtigsten Kerne der Agilität, nämlich für Retrospektiven, für Austausch, für Reflexion. Dass es klassischerweise 2-Tagesschulungen gibt, zum Beispiel Scrum ist eine 2-Tagesschulung, und dann wird man allein gelassen. Oder dass man gleich einen riesen Wurf machen will und eine vollumfängliche Transformation anstrebt und dann bei der allerersten Hürde alles hinschmeißen will. Ja, so ist das. Die Frage ist, was hilft?
Es gibt diesen Spruch, don't do agile, be agile. Ich habe den unglaublich oft gehört. Ich werde da sehr häufig damit traktiert. Und ich denke innerlich immer so, ja, das ist richtig. Nur wie eigentlich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne eine Menge Menschen, die beten solche, ich sag jetzt mal, Sprüchlein runter und die wirken auch so, als wären sie absolut überzeugt. Aber wenn man sie fragt, du sag mal, aber wie mache ich das denn konkret? Also ich kann nachvollziehen, dass so manch einer da draußen sagt, also an der Stelle schnallt es mich endgültig aus. Ich habe keine Ahnung, was man von mir eigentlich konkret will. Und das halte ich für absolut nachvollziehbar. Und da kommen wir auf die Dimension und auf den Kern von Agilität. Ja, diese Dreiheit Mensch, Organisation und Werkzeuge. Es geht eben nicht nur um die Tools. Man kann ja auch agil arbeiten, ohne ein agiles Tool zu verwenden. Man kann auch ganz ohne Tool agil arbeiten. Und in meinem Modell steht nicht umsonst der Mensch an oberster Stelle. Denn das ist der, der das Ganze umsetzen muss. Das ist derjenige, nochmal so zur Erinnerung, der ja dadurch innovativer, engagierter, motivierter, mit Leib und Seele sich einbringen soll. Und wenn er das nicht tut, weil er das für Mist hält, dann wird das nicht funktionieren. Und der Kern des Ganzen ist das Thema Mindset und Werte. Agilität ist im Kern wertebasiert. Aus meiner Sicht wird genau das häufig unter den Tisch fallen gelassen. Und ich glaube, das ist auch nicht böse gemeint, sondern da ist ganz viel Hilflosigkeit. So, wie sollen wir unser Mindset ändern? Ja, es ist das Wichtigste und es wird zu wenig bedacht. Warum? Weil es einfacher ist, eine 2-Tages-Schulung zu machen. Ich bleibe bei Scrum, weil ich bin Scrum Master, ich liebe Scrum. Aber es fühlt sich einfach an und dann legt man mal los. Aber es ist ein Rahmenwerk. Und gerade weil es nur einen Rahmen vorgibt, ist es umso wichtiger, dass ich tatsächlich das von innen heraus in irgendeiner Form füllen kann. Und je weniger Leitplanken ich von außen habe, je mehr ich tatsächlich selbst organisiert arbeite, umso mehr brauche ich als innere Leitplanke sowas wie Werte. Und Werte ist das, was ich denke und was ich fühle, am meisten steuert. Es kommt tatsächlich darauf an, das, was ich denke, das, was meine Werte sind, die über mein ganzes Leben entstanden sind, aufgrund von Erfahrung, aufgrund von, wie ich sozialisiert worden bin, das lässt sich nicht verordnen, das lässt sich nicht irgendwie vorschreiben und das lässt sich auch nicht auf Schnack verändern, auch nicht in der 2-Tages-Schulung. Und deswegen habe ich den Wertereflektor entwickelt. Damit ist es nämlich möglich, Werte tatsächlich systematisch weiterzuentwickeln. Und statt dass man in der Retrospektive miteinander freundlich redet, tatsächlich auch so, ich sag mal, eine Gesprächsgrundlage zu haben, auf deren Basis man sich wunderbar auseinandersetzen kann. Und das sieht so aus. Ah, hier der Hinweis, ich habe das erstmals veröffentlicht in meinem aktuellen Buch, wie Agilität gelingt. Aber ihr müsst das gar nicht kaufen. Ihr bekommt ja dieses E-Book, wo der nochmal ganz genau mit allen Arbeitsmaterialien zum Runterladen ist. Es geht um die 5 Werte, die habe ich gewählt. Da habe ich auch schon Ärger deswegen bekommen. Die Scrum-Werte letztlich. Ich finde, die sind für alle Agilisten interessant. Selbstverpflichtung, Offenheit, Mut, Fokus und Respekt. Guck mal, wie schnell ich die jetzt aufgezählt habe. Ja, ich habe die jetzt ratzfatz aufgezählt und genau so erlebe ich das auch in Unternehmen, dass jemand die schnell aufzählen kann. Wenn ich aber frage, interessant, und wie schätzt ihr das so ein? Wie sind die denn bei euch vertreten, diese Werte? Oder wenn ich auch nur frage, woran könnte man denn erkennen, wie diese Werte bei euch gelebt werden, dann ist häufig Schweigen im Walde, leider. Dann fallen keine wirklich Praxisbeispiele ein.
Und deswegen habe ich diese drei Teile entwickelt in dem Wertereflektor. Nämlich erstens geht es darum, überhaupt mal ein Verständnis dafür zu bekommen, was steckt denn da dahinter? Hinter beispielsweise Selbstverpflichtung. Ja? Was bedeutet das in der Praxis? Aber auch, wie erleben wir die Werte in der Zusammenarbeit? Dabei geht es darum, tatsächlich das mal für sich verorten zu können, wie werden die bei uns hier erlebt. Und zuletzt, dass ich mich mit der gesamten Gruppe austauschen kann. Und ich möchte mit euch mal genauer einsteigen. Also, im ersten Teil, damit kann ich Werte ins Bewusstsein bringen. Überhaupt erstmal dafür sorgen, dass Menschen so eine Idee bekommen, ja, damit würde unsere Zusammenarbeit deutlich besser werden, produktiver werden. Ja? Dann, dass ich überhaupt auch diesen Wert, der erstmal sehr abstrakt ist und vor allen Dingen für jeden etwas anderes bedeutet, dass ich ihn anschaulich werden lassen kann. Fragst du 10 Menschen, was Mut bedeutet, sei dir ganz sicher, probier es sehr gerne mal aus, wirst du mindestens 10 verschiedene Antworten bekommen. Wie willst du mit deinem Team einen Wert weiterentwickeln, bearbeiten oder auch nur darüber sprechen, wenn ihr ganz unterschiedlicher Meinung seid, was es eigentlich ist? Ja? Und was häufig auch übergangen wird aus meiner Sicht ist, wenn ein Unternehmen tatsächlich Werte hochhält und daran arbeiten will, dann läuft das manchmal so, dass das dann Aufgabe des Teams ist, sich darum zu kümmern. Aber natürlich gibt es Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Team überhaupt einen Wert hochhalten und leben kann. Da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Das heißt, mit dem Wertereflektor kann ich eben auch fehlende Voraussetzungen identifizieren und natürlich notwendige Entwicklungsrichtungen entdecken. Es ist ja häufig so, bei Agilität insgesamt, nach meiner Wahrnehmung, es ist ein so großes Feld, dass manche wie erschlagen sind und gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. Und so ist es mit dem Thema Werte auch. Da ist es ganz gut, wenn ich so einen Anpack finde, ja, so einen Startpunkt. Das hier, damit startet der erste Teil. Ich gehe das mal kurz durch am Beispiel von dem Wert Selbstverpflichtung. Da kommt immer zuerst eine kleine Beschreibung, über die man sich dann gerne auch streiten darf. Trifft es das? Ja, das regnet Diskussionen an, aber es gibt eine Grundlage, auf der man diskutiert. Dann kommt ein positives Fallbeispiel. Das müsst ihr jetzt hier nicht lesen, aber ihr sollt mal einen Eindruck davon haben. Ja, ich habe mir Mühe gemacht, tatsächlich aus der Praxis, was ich so erlebe, Beispiele zu sammeln und mal so ein positives Beispiel auch vorzustellen. Ihr bekommt das zum in Ruhe lesen in diesem E-Book, ist das drin. Dann kommt ein negatives Fallbeispiel. Woran können wir als Team denn festmachen, dieser Wert ist bei uns absolut unterrepräsentiert? Ja, und auch hier werden manche sagen, was, das ist doch normal oder was auch immer. Hauptsache, ihr redet darüber und das kann eine gute Grundlage sein. Die Idee ist, dass die Teammitglieder, die daran arbeiten wollen, das quasi als Handout bekommen, sich das selbst einfach mal durchlesen, dass man dann darüber diskutieren kann, wie sehen wir das. Ja? Dann kommen wir hier zu dem Thema Voraussetzung. Also Beispiel, es geht ja bei Selbstverpflichtung darum, dass ich Verantwortung übernehme. Das, was mir seit 21 Jahren die über 30.000 Führungskräfte, mit denen ich gearbeitet habe, immer wieder mal vorjammern, meine Mitarbeiter wollen keine Verantwortung übernehmen. Die denken nicht unternehmerisch. Ja? Gut, da gibt es ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die überhaupt eine Chance dazu haben. Beispielsweise, das Team muss die Arbeitsmenge bestimmen können, ja? Für dessen Erledigung sie die Verantwortung übernimmt. Wie soll es sonst gehen? Und hier noch diese anderen Punkte mehr. Ich möchte den einen noch herausgreifen, nämlich das Thema Entscheidungsprinzipien. Ich erlebe immer wieder, ich weiß nicht, ihr kennt das sicher auch, dass Menschen selbstorganisiert arbeiten sollen, aber nichts entscheiden dürfen. Wie soll das gehen?
Und weil das so ein wichtiges Thema ist, habe ich als zweites Goodie zum Runterladen eben auch mal so 7 verschiedene Entscheidungsprinzipien zusammengefasst. Die normalen, die agilen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nur ein wichtiger Punkt ist, sie sollten klar sein. Also das Team muss sich darauf geeinigt haben, nach welchen Entscheidungsprinzipien wollen wir handeln. Und sie müssen als Voraussetzung natürlich auch die Erlaubnis dafür haben, etwas entscheiden zu dürfen. Das ist also das, was in diesem Handout dann zu finden ist, die Beschreibung. Positives Fallbeispiel, negatives und dann jeweils Voraussetzungen zum Ankreuzen. Das läuft dann einfach so, man macht ein Häkchen dran, wenn man sagt, jo, ist bei uns erfüllt, und macht ein Kreuzchen mit einem Ausrufezeichen dran, wenn man sagt, kritisch, ist bei uns gar nicht der Fall. Und am Ende gibt es ein Plakat, wo man dann die Meinung von allen in der Gruppe gleichzeitig sieht, sodass man dann auch da wieder einen Anpack findet. Der zweite Teil, da geht es um das persönliche Erleben. Also erst nochmal, wie nehme ich als Teammitglied das Vorhanden- oder Nicht-Vorhandensein dieses Wertes überhaupt wahr? Und da habe ich, damit man da differenzierter denkt, sogenannte Partnerwerte eingeführt, weil man ja weiß, man kann in diesem Leben alles übertreiben. Also wirklich alles, nicht nur Rotwein. Also das bedeutet, ich habe immer etwas gegenübergestellt, was das abstützt und wo man nochmal ein bisschen differenzierter darüber nachdenken kann, wie wollen wir das im Team, was ist für uns überhaupt sinnvoll. Reflektieren und das dann Ganze dann einordnen. Diese Partnerwerte, dass du eine erste Idee hast, da geht es darum, auch wieder am Beispiel Selbstverpflichtung, da habe ich Abgrenzung gegenübergestellt. Ihr seht das, glaube ich, diese Folie. Es ist nicht umsonst so, dass Agilität auch noch als Hamsterrad-Beschleuniger gilt. Und dass es tatsächlich heißt, dass agiles Arbeiten gelegentlich auch zu Burnout führen kann. Ich habe eine junge Führungskraft bei mir im Coaching, die mich mit großen Augen gefragt hat, Frau Mehrlein, setzt das meine Teammitglieder nicht noch mehr unter Druck? Und ich musste sagen, das kann passieren, ja? Wenn man eben nicht darauf achtet, dass es tatsächlich wertebasiert ist und das Team die Gelegenheit hat, sich darüber in irgendeiner Form auszutauschen. Das ist dann die Skala, ja? Eine Doppelskala, die untere mit dem Partnerwert, die das abstützt. Man kann sich vermutlich schon denken, dass dieser dunkle Bereich der grüne Bereich ist, also da, wo man insgesamt hinkommen will. Und im dritten Teil wird das Ganze dann alles zusammengesetzt, was vorher individuell gearbeitet wurde. Und da kann man dann wirklich sich das anschauen und dann auch die Unterschiede im Erleben auf einen Blick transparent machen und dann darüber sprechen. Das geht ja nur dann, wenn alle gleichzeitig sehen können, aha, guck mal, da ist eine ganz andere Einschätzung als meine persönliche und dann über die Unterschiede ins Gespräch kommen. Das alleine bringt es ja noch nicht. Ne? Dabei würde ja nur rauskommen, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber jetzt kann ich mich eben auch darauf einigen als Team, was ist für uns bedeutsam und womit wollen wir starten. Und wir können außerdem nochmal auf die Voraussetzungen schauen und das Abgleichen unserer unterschiedlichen Meinungen, die auch dazu sicher vorherrschen. Ich habe das gerade noch kurz vor Corona erlebt, dass ein Team sich an der Stelle sehr gestritten hat, weil das so weit auseinanderging, diese Meinung. Manche haben die gleiche Voraussetzung für top erfüllt gehalten und andere haben gesagt, da ist ja gar nichts von da. Ja, und ich glaube, das ist genau der Grund, warum das so vermieden wird, da in eine Diskussion einzusteigen. Natürlich knallt das, ja, und das gehört dazu. Und aus meiner Sicht ist das der Hauptgrund, warum das so häufig in die Hose geht, dass, wenn es dazu kommt, dass es zu Reibereien kommt, dass es zu Konflikten kommt, dass man dann die Flinte ins Korn schmeißt. Auch bitte nett, ja. Und ich kann eben die notwendigen Entwicklungsrichtungen eingrenzen und das und natürlich Maßnahmen ableiten, sonst war es ja nur Gebabbel. Ja? So sieht der Wertestern aus.
Ich hoffe, man kann erkennen, dass da einfach alle fünf Doppelskalen zusammengenommen wurden. Die können jetzt von dem gesamten Team bepunktet werden und das sieht dann am Beispiel von einem kleinen Team mit drei Leuten, kann das so aussehen. Ich habe drei Leute genommen, damit es hier noch übersichtlich bleibt. Schau mal beispielsweise beim Thema Offenheit versus Zurückhaltung. Da sieht man, dass Zurückhaltung extrem wenig ist. Das heißt, das Team ist sich an der Stelle einig, wir sind ein bisschen zu offen. Das kann nämlich auch Nachteile haben. Oder schau dir gerne mal den Punkt Mut an. Ja, also alle sind sich einig, zu wenig Mut, zu viel Besonnenheit, was ich hier als Partnerwert habe, durchaus auch ein wichtiger Wert, aber es sollte eben ausbalanciert sein. Sonst werde ich keine komplexen Lösungen finden können, wenn ich diesen Mut nicht habe. Ja? Das Ding hängt. Genau. Das war so das im Groben, was ich euch mal rüberbringen wollte, das Thema Wertereflektor. Ich möchte so gerne, dass Alexander und sein Team doch noch happy wird, dass ihr da draußen happy wird und bitte, es sei mir erlaubt, dass auch ich happy werde. Ich danke euch sehr. Denkt daran, mit der SMS an diese Nummer könnt ihr euer Downloads bekommen. Einmal das E-Book, das sind 70 Seiten mit dem Wertereflektor und dann nochmal die Entscheidungsprinzipien. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich habe viel Freude mit euch gehabt. Und alles Liebe. Tschüss. Auf bald. Das ging ja ratzfatz, Katharina. Ja. Ich habe doch die Zeit eingehalten, oder? Du hättest noch locker 15 Minuten uns Dinge erzählen können. Tatsächlich? Ja. Das können wir zwei ja jetzt. Das können wir jetzt, eben. Das wollte ich jetzt gerade mal. Wollte ich jetzt gerade mal rein. Also, ich nehme mir mal gerade ein Messerchen. Genau, trink mal einen Schluck. Puh, ich habe mords geschwitzt. Ja, das, also was die ja alle nicht sehen, ist, dass wir ja da von der Sonne geküsst werden, quasi sekündlich. Ne? Ja. So. Also du hast das Thema Werte angesprochen. Jetzt wird ja sehr häufig auch in Organisationen von Unternehmenswerten gesprochen. Ja. Und da wird dann davon gesprochen, wir wollen respektvoll miteinander umgehen, wir achten die Persönlichkeit und so weiter und so fort. Ich scharre schon mit den Hufen. Ich muss auch den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen. Ne? So. Ich erlebe das häufig so, dass das sicherlich gut gemeint ist, miserabel umgesetzt ist. Und die Plakate eigentlich keiner mehr sehen kann, auf denen das alles geschrieben ist. Ich erlebe das so. Du bist lange im Business, hast irgendwie mehrere Bücher geschrieben, die im Übrigen auch im Gabal Verlag unter anderem erschienen sind. Alles Gabal. Oder alles sogar Gabal Verlag. Wie erlebst du das in den Organisationen? Ist das Thema Werte eine Blase? Ist es ein Putzwort? Kennst du Unternehmen, die das wirklich alles leben, so wie sie es ausschreiben? Sie sind ja unter uns. Ja. Deswegen scharre ich mit den Füßen, weil deswegen habe ich den Wertereflektor entwickelt, weil aus meiner Sicht sind es in allermeisten Fällen Lippenbekenntnisse und das macht mich echt sauer. Und es kommt auch dazu, ich hatte zum Beispiel eine Bereichsleiterin im Coaching, die hat mir unter Tränen berichtet, dass sie das Unternehmen gewechselt hat, sich hat abwerben lassen von einem Unternehmen und sie hat deswegen zugestimmt, weil ihr die Werte so gut gefallen hat, die dieses Unternehmen propagiert. Und da habe ich zu ihr, und die würden das so stark propagieren, habe ich zu ihr gesagt, folgender Merksatz. Merk dir immer, je mehr das nach außen getragen wird, umso weniger sind die vorhanden. Das ist meine Wahrnehmung. Weil wenn man die dauernd nach außen extra, ne, das viele sagen ja dann auch, ja, wir wollen attraktiver Arbeitgeber sein. Darum geht es doch häufig. Und ich habe immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, je stärker die transportiert werden, je offensichtlicher die transportiert werden, umso häufiger ist es so, dass man die halt gerne hätte, aber nicht hat. Und dann hat sie mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, ja, stimmt, da könnte was dran sein, weil die war ja auch schon in ein paar Unternehmen vorher.
Ja? Und genau darum geht es. Also, du hast ja gesagt, die stehen häufig auf einem Stück Papier. Die hängen auf Hochglanz, auf Plakaten, irgendwo. Dann ist es so, alle zwei Jahre sollte aus meiner Sicht auch ein Führungsleitbild mal neu gemacht werden. Und es muss vor allen Dingen nicht... Oder wenigstens überprüft werden, ne? Genau, ja. Also ich meine damit, da sind ja mittlerweile zig neue Mitarbeiter dazugekommen. Und das, was da steht, ich meine, du warst doch auch schon so oft in Unternehmen, das, was da steht, das sagt uns doch nichts. Das kann einem nur dann was sagen, wenn man bei dem Entwicklungsprozess dabei war. Mhm. Ja? Aber nur weil das da steht, gibt mir das nichts. Mhm. Und die Frage ist halt, wie sehr ist die Belegschaft sozusagen an dem, was da steht, beteiligt? Ne? Also ganz genau. Vielleicht mag ich das ja überhaupt nicht. Ne? Also ja. Da könnten sich ja ein paar Leute was überlegt haben, was sie da ausschreiben. Das ist auch nicht gemeint, aber wollen tue ich nicht. Ne? Ganz also genau. Und ich so mag keine Gleichberechtigung, ne? Oder ich mag nicht alle lieb haben oder so. Ne? So, ja, also das weiß ich ja, also das könnte ja sein, oder? Darf ich dazu was Kleines erzählen? Ja, gerne. Also, wir haben Zeit. Ich habe zum Beispiel beim großen Automobilbauer, da ging es um das Thema Diversity. Ist ja auch ein großes Buzzword so im Zusammenhang mit Agilität. Ja? Mhm. Und das wird ja häufig so ähnlich gehandhabt. Ne? Da gibt es dann eine Gender-All-Gender-Toilette für die, die nicht so genau wissen, was sie sind. Und in diesem Unternehmen, da gab es also einen Herr Müller, jetzt natürlich mal unkenntlich gemacht. Der hat seit 15 Jahren da gearbeitet und eines Morgens ist er als Frau Müller zur Arbeit gekommen. Mhm. Und ich hatte die Gruppe, die mit dem zusammengearbeitet hat, in einem Resilienzseminar und da ging es um das Thema Diversity. Und dann habe ich gefragt, ja gut, und wie seid ihr damit umgegangen? Und dann sagte einer, na, das Beste ist doch, wenn man den ganz normal behandelt. Und da sage ich, ja super, und wie machen sie das? Und was läuft denn da? Was ist normal? Ja, genau. In Wirklichkeit läuft doch dann häufig, alle versuchen, politisch korrekt zu sein. Aber ich habe denen dann versucht zu erklären, dass sie sich damit die Chance nehmen, es wirklich fühlen zu können. Und ich habe auch dann mein Beispiel erzählt, als ich meinen ersten Schwulen kennengelernt habe. Ja, da war ich irritiert. Ja, das war ein Kollege, ich war mit dem zusammen auf der Arbeit. Ich wusste nicht, dass der schwul ist. Und auf einmal sagt er mir auf dem Weg zum Kunden in dessen Unternehmen, ach guck mal da hinten, der im Blaumann, das ist aber schnuckelig. Und ich so, hallo? Und ich war einfach hilflos, weil ich kannte das nicht und das ist normal. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass sie den doch auch mal ansprechen könnten, so hoch, Herr Müller, jetzt Frau Müller, ich komme gerade nicht mit, können wir da mal drüber reden. Ja? So. Und genau so ist das mit den Werten. Wenn man den Leuten nicht die Zeit gibt, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, das auch so diskutieren zu dürfen, dass da mal die Fetzen fliegen, dann wird das nichts. Also ich kann versuche, oder ich meine, ich habe verstanden, was du uns mit dem Beispiel Diversity auch hast zeigen wollen. Ja. Ich möchte... Ich hoffe. Also in deinen Ausführungen jetzt. Ich gehe mal zum Unternehmen. Also es gibt ja ein Unternehmen, wie es ist heute schon mal gefallen, hier Tesla, Elon Musk und so, ne, der nach außen, also das war für mich so ein Andockpunkt, wo du gesagt hast, je weiter und stärker das nach außen getragen wird, desto weniger wird es gelebt nach innen. Ja. Ne? Und jetzt hat man ja bei Tesla irgendwie den Eindruck, dass die alle hier total cool sind und das ist alles so bis vor einem Jahr, wo man dann rausgekommen ist, dass zum Beispiel die Fabrikarbeiter, die den Tesla bauen, dass die also unter übelsten Bedingungen, ich möchte jetzt nicht sagen gehalten werden, aber Bedingungen arbeiten müssen. Also das wäre für mich so ein Indiz. Und ein zweites Beispiel, das ich nennen möchte, das ja in der Szene, in der deutschsprachigen Szene auch gerne genannt wird, ohne auch da einen Namen zu nennen, das ist ein Versandhändler. Da wird ja ganz toll irgendwie gesagt, hier, guck mal, wie toll das wir sind. Man weiß aber, dass in diesem Unternehmen oder in diesem Konzern auch noch andere Unternehmen angeschlossen sind und da ist es halt eben dann nochmal eben ganz schnell vorbei mit dem Thema Werte. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich wollte noch einen Punkt... Darf ich ganz kurz zum Einhaken? Also mir ist nochmal wichtig, eins deutlich zu machen, weil du vorhin gefragt hattest, wie ich das wahrnehme in Unternehmen. Also
Für viele ist das so schwarz-weiß, also ne, so als wäre das alles Sozialromantik, ne, und als wäre das naiv, wenn man davon spricht, wie wichtig Werte sind. Mir geht es nicht um Sozialromantik. Mir ist klar, dass Unternehmen wettbewerbsfähig sein wollen und dass sie Geld verdienen müssen. Und das ist für mich okay. Und dass ein Mitarbeiter auch mal so richtig was schaffen muss, ist für mich auch total okay. Ja? Nur ich glaube, dass mit dem Thema Werte, dass es dann besser geht, dass ich mehr produktiv bin. Weil ich meine, Fakt ist, psychische Erkrankungen sind Frühverrentungsgrund Nummer eins. Und das liegt sehr häufig daran, dass Menschen so eine Sinnlosigkeit verspüren, weil sie so gar nicht mit einbezogen sind. Ich meine, du hast vielleicht gesehen, meine drei Themen sind ja Resilienz, Achtsamkeit, Agilität. Deswegen, ich sehe das als Gesamtblick. Ja? Wenn ein Mitarbeiter fix und fertig ist, und das hat sehr viel damit zu tun, ob er die Chance hat, seine Werte darin vertreten zu sehen, dann kann der nicht gescheit arbeiten, dann sind auch die Ergebnisse schlechter. Das wollte ich unbedingt nochmal sagen. Ja. Also ich denke, das ist auch klar. Ich wollte nochmal auf diesen Punkt Achtsamkeit kommen. Du hast in deinem Vortrag das ja auch zum Punkt gebracht, und wenn es da geht, dass man das jetzt dann vielleicht in aller Kürze vielleicht nochmal behandelt. Also um das nochmal einzuordnen, wo ist denn der Unterschied zwischen Achtsamkeit und Werte? Ist Achtsamkeit ein Bestandteil von Werte oder wie muss ich das einordnen? Ja, oh, und das jetzt kurz. Ja, also, drei Minuten. Ja, okay. Oh. 2 Minuten, 30 Sekunden. Also, Achtsamkeit ist nicht das Gleiche wie Werte, aber wenn ich achtsam bin, dann kriege ich zum Beispiel, sagen wir mal so, ich will nochmal anders anfangen. Ich glaube, es gibt viele Mitarbeiter, die sind seit Jahren darauf trainiert, sich nicht mehr zu spüren. Ja, und bestimmte Dinge einfach hinzunehmen, und das ist auch gesünder für sie. Wenn ich mich aber wirklich mit Leib und Seele einbringen soll und will, dann brauche ich zum Beispiel auch so eine Form von Selbstachtsamkeit, dass ich mitkriege, wo sind meine Grenzen, oder dass ich zum Beispiel mitkriege, was ist jetzt hier hausgemachter Stress, ja? Dass ich mitkriege, mein Zorn, den ich gerade habe, hat der wirklich was mit der Situation zu tun, oder ist das nur mein Hirn, was gerade kämpft, weil es wieder zurück zur Routine will? Also solche Dinge spielen damit eine Rolle. Okay, also mit Achtsamkeit meinst du jetzt nicht, dass wir, also das meinst du nicht ausschließlich, dass man nur auf sich selbst achtet, sondern halt eben auch aufeinander achtet. Also wenn ich beispielsweise mitbekomme, dass ein Kollege irgendwie kurz vorm Burnout steht oder so, dass ich ihn auch anspreche darauf, zum Beispiel. Zum Beispiel, aber ich meine ganz konkret. Das wäre ja auch ein Wert, ne? Also wenn ich sage, hey, ich habe das Gefühl, dass es dir gerade nicht gut geht oder so. Ne? Absolut. Also es hat natürlich was miteinander zu tun, aber es ist halt nicht das Gleiche. Ja? Okay. Die Idee dahinter ist auch, ich habe so ein Programm, das nennt sich Achtsamkeit at Work, beziehungsweise achtsam agil. Ja, da geht es einfach auch darum, dass ich rauskomme aus so einem Reizreaktionsmuster, weil daran passiert auch vieles. Wenn alle plötzlich ohne Leitplanken dastehen und vollkommen neue Dinge tun müssen, dann muss man da sein Hirn so ein bisschen an die Leine nehmen und sagen, ganz wird alles gut. Ja? Und dazu gibt es viele Techniken, die einen dazu befähigen, dass da nicht immer so Reizreaktionen abläuft, Panik und dann irgendwie reagieren, sondern dass ich dann auch in der Lage bin, eine bewusste Entscheidung zu treffen, statt wild um mich zu argumentieren zum Beispiel. Okay. Ja? Gut, dabei belassen wir es. Liebe Katharina, herzlichen Dank. Die Temperatur ist gestiegen, es ist immer noch warm und wird zunehmend wärmer, also es ist Zeit, Schluss zu machen mit dem Tag heute. Euch ganz herzlichen Dank da draußen für alle, die zugeschaut haben, sich beteiligt haben.